Markus Steinhöfer, wie schmeckt die Meisterzigarre? Sehr süß. Also es ist einfach ein super Abend heute, ein super Tag und oder besser gesagt ein super halbes Jahr für mich gewesen. Also es war auf jeden Fall die perfekte Entscheidung für mich, hierher zu kommen. Das wusste ich aber ab dem ersten Tag schon und ja, ich finde, wir sind glücklich. Ich bin sehr glücklich und ich freue mich einfach heute zu feiern und ja, mehr ist nicht zu sagen. Also auch zufrieden mit der eigenen Leistung in diesem ersten halben Jahr beim FCB? Ja, ich denke, ich kann zufrieden sein. Natürlich gibt es das ein oder andere noch zu verbessern, aber das ist klar. Ich hab fast ein Jahr komplett nicht regelmäßig spielen können. Aber ich denke, der Verein ist zufrieden mit mir, ich bin es auch und der Trainer denke ich auch und von daher bin ich auch zufrieden. Nur es gibt immer noch Ausbaumöglichkeiten, aber darüber mache ich mir heute keine Gedanken. Letzte Frage, schon gehört, was abgeht nachher auf dem Barfizer Platz? Die Teamkollegin ist schon darauf eingestimmt. Also ich habe Videos gesehen vom letzten Jahr und das war einfach schon sensationell, aber ich hoffe, dass wir das dieses Jahr noch toppen können, weil ich glaube, letztes Jahr war es auch so ein Herzschlagfinale. Aber ich denke, es war heute alles von Anfang an, vom Morgen an auf diesen Sieg eingestellt. Und jetzt müssen wir einfach die Nacht zum Tag machen und einfach nur noch feiern. Viel Spaß beim Feiern, lieber.